Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Guild Wars 2. Mein Name ist Kubana und wir basteln heute mal an der mystischen Schmiede. Ja, und das Witzige ist, ich zeige hier euch die Braunspringerjungen. Die sind schon ein paar Tage alt. Und hier die Raptorsammlung. Ja, also meine Raptorsammlung ist vollständig. Das habe ich auch als Video gezeigt. Und da gab es natürlich neben den Punkten hier auch die Belohnungstruhe. So, und nun dachte ich mir, ich mache vielleicht nochmal so. Es gibt natürlich den Mini-Braunspringer mittlerweile, es gibt das Greifenjunge mittlerweile, es gibt den Schwebebrochen mittlerweile und es gibt auch den Schakal mittlerweile. Das heißt, ich habe die Jungen zwar, ich habe die Belohnungen nie gemacht. Und da dachte ich mir jetzt mal, wenn du nicht damit anfängst, dann wird das ja nichts mehr, ne? Weswegen ich jetzt irgendwie, wie kriegen wir das jetzt hin? So, dass man hier im Hintergrund, so ich muss die mystische Schmiede, glaube ich, neu starten. Dass man hier im Hintergrund das hier sieht. Was braucht man dafür? Man braucht die, also genügend von denen, ich sind jetzt 100, ich vermute, ich brauche ein paar mehr. Das werden wir dann sehen. In der Not muss ich mir dann eben mal nochmal... Ich habe hier oben noch 20 Behälter für Mini-Reittierjunge und da geht, kommen Raptoren, Springer, Schakale oder Greifen raus. Man kann sie sich aber aussuchen. Das heißt, das, was ich am wenigsten habe, sind die Springer und weswegen ich mit denen anfange. Und das Erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen ein rotes herstellen. Und das sieht man ja auch. Jetzt muss ich mal gucken... Genau, das sieht man auch hier oben. In dem Feld hier steht ja drin, um ein rotes herzustellen, musst du eben braune und Farben nehmen. In dem Fall zwei. Es könnte also auch sein, dass die Farben nicht reichen werden. So, das nehme ich natürlich an. Jetzt habe ich hier das erste rote. Und mit dem roten kann man dann weitere Sachen machen. Man kann zwei rote mit einem braunen zusammenbringen. Und mit nicht identifizierte Farben, um ein gelbes zu kriegen. Und man kann aber auch ein gelbes und ein braunes und ein rotes zusammenbringen. Und dann kriegt man daraus ein grünes. So, aber zuerst schalten wir es frei. Das heißt, wir müssen nochmal ran. Denn wir brauchen das Rote jetzt natürlich noch. Und zwar, ich würde sagen, wir machen erstmal die zwei Roten, um ein Gelbes herzustellen. Ne? Das war doch das Erste. Ein Braunes, zwei Rote und da kriegt man Gelbes. Jawohl. So. Ein Braunes. Wir müssen das hier wieder... teilen. Das funktioniert natürlich wieder nicht. Wenn ich es so rüberziehe, funktioniert das? Nee, na. Ich muss es wieder teilen. Ich hasse es. Ich hasse das wirklich. Falsche Taste. Na. Sonst klappt das mit der mystischen Schmiede nicht. So. Wir brauchen zwei rote, ein braunes hieß es und Farben, diesmal vier. Und da sollte da ein Gelbes rauskommen. Und das Gelbe müssen wir natürlich erstmal auch freischalten. Zap, da haben wir auch das. Super. Ich gucke jetzt noch gar nicht nach, was wir aus dem Gelben dann hinterher machen müssen. So. Jetzt bauen wir nochmal. So, Moment. Jetzt bauen wir nochmal erstmal ein rotes. Und zack. So. Wir brauchen... Für das war das andere war das Grüne, nicht wahr? Da brauchen wir ein Gelbes, ein Braunes und ein Rotes. Ein Gelbes, ein Braunes und ein Rotes. Für ein Gelbes brauchen wir zwei Rote. Also brauchen wir insgesamt drei Rote. Dann bauen wir mal drei Rote. So. Ist doch richtig, ne? Ja. So, jetzt müssen wir die einmal teilen. Und die mystische Schmiede neu starten. Denn das kriegt die immer nicht mit. Wir brauchen ein... was war jetzt? Oh Gott, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Was braucht man für das Gelbe? Zwei Rote, ne?
So ist es richtig. Zack, und da haben wir das Gelbe. So, das Gelbe haben wir natürlich mittlerweile freigeschaltet, weswegen wir jetzt hier das Grüne machen könnten. Und da hätten wir das Grüne. Auch das fügen wir der Account-Garderobe natürlich hinzu. Ja. So. Und dann sind wir wieder am Anfang und wir bauen erstmal wieder ein rotes. So, das, was man mit dem Roten machen kann, haben wir jetzt eigentlich erledigt. Und jetzt bin ich mal ganz nett. Ich gehe mal schnell rüber. Ihr seht das jetzt nicht. Auf dem offiziellen Guild Wars Zo-Wiki sieht man die anderen Rezepturen. Ich habe das Gelbe, das Grüne und das Rote fertig. Und jetzt bräuchte ich noch zwei verschiedene. Zwei kann man herstellen. Wobei bei dem einen braucht man das Totem des Hasen und herzförmigen Keks. Das ist ja lustig. Okay. Und ja, und hier braucht man schwarze Springer Junge und das schwarze Springer Junge braucht ein grünes und zwei rote. Das machen wir jetzt. Ein grünes und zwei rote. So, grün war ein gelbes, ein braunes und ein rotes. Das heißt, ich würde erstmal das Grüne herstellen. Für das Grüne braucht man gelbes, dafür braucht man zwei rote. Also stelle ich mal zwei rote her. Noch zwei rote her. Eins habe ich ja schon, um das Gelbe herzustellen. Und dann teilen wir das gleich. Na? Sollte eigentlich klappen. Zack. So. Ich hoffe, ihr wollt helfen. Und dann stellen wir das Grüne her. Das Gelbe. Natürlich. Und aus dem Gelben kann man ein Weißes machen. Das haben wir auch noch nicht. Oh meine Güte, das ist so kompliziert. Wir machen jetzt aber erstmal. Damit müssten wir jetzt doch. Moment. Hä? Bin ich jetzt komplett falsch? Ich brauche zwei rote, ein grünes. Ein grünes brauche ich. Ich brauche erst ein grünes. Ich brauche erst ein grünes. Moment. Zurücksetzen. Für das Grüne brauche ich ein gelbes, ein rotes und ein braunes. Zap. Und da brauche ich noch mal ein gelbes. Ich würde sagen, ich stelle jetzt erstmal das Gelbe her. Nein, ja, doch. Ich stelle jetzt erstmal das Gelbe her. So, aus dem Grünen kann man nämlich, steht ja auch da. Und zwei roten, eben das schwarze machen, aber ich brauche ja auch noch das weiße, ne? Ein grünes und zwei rote. Also ich würde doch sagen, ich mache jetzt erstmal noch das zweite rote. Man kann nie zu viele Schätze haben. Und mache daraus das schwarze. Muss dann aber nicht vergessen, dass ich auch noch das weiße herstellen muss, wofür ich gelbe brauche. Dann machen wir erstmal das. Jetzt braucht man schon ordentlich Farben. Und da haben wir das schwarze Häschen. Und aus dem Schwarzen kann man nämlich mit einem Grünen und einem Braunen das Zyanid-Springerchen machen. Aber es ist hart. Jo. Und ja, sie zählen nicht, wenn man sie in der mystischen Schmiede verwendet. Das heißt, habe ich das jemals ausprobiert? Oh Gott, ich weiß es nicht. So, jetzt muss ich aber ein gelbes machen und für das gelbe brauche ich zwei rote, ne? Und da muss ich nochmal gucken, wie viel gelbe ich brauche. Ich glaube, ich brauche zwei gelbe. So. Zwei gelbe und einen roten Springer. Okay.
Vielleicht könntet ihr mir was beibringen. Nette Sache. Und für einen gelben brauche ich 2 rote. Richtig. So, und ich brauche dann nachher für das Weiße noch einen roten. Also mache ich gleich 3 gelbe. Rote. Ich hoffe, mir reicht mein Zeug, ey. So. Was wollte ich jetzt herstellen? Noch einen gelben, ne? 2 gelbe, ein roter. Jo. Und für den gelben brauche ich eben 2 rote. Ach so, und Farben. So. Zack. Ein gelber, 2 gelbe und ein roter. Und ganz viele Farben gibt. Das sieht wertvoll aus. Ein weißen. So. Und wenn ich einen weißen mit 2 roten zusammenbringe, kriege ich einen pinken. Jetzt probieren wir das aus, ob der weiße freigeschaltet wird. Ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht der Fall. Der weiße wäre, wo ist er denn? Da. Gut, wir probieren es aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Ich brauche aber für dieses Pinke ein weißes und 2 rote. Och, das geht ja eigentlich. 2 rote geht ja eigentlich. Das kriegen wir hin. So, wir müssen die mal kurz trennen, die 2 Jungs. Dann hätten wir jetzt hier den weißen, den roten und das gibt jede Menge Farbe. Wie schon gesagt, nein. Jetzt habe ich alles ausgeschaltet, das ist super. Zack. Und dann hätte ich noch gerne die Springersammlung. Mini. Wo ist sie denn? Hier ist sie. So. Also, was auch immer. Ich habe hier auf Löwenstein gedrückt. Das ist ja bescheuert. So, also. Der weiße Springer, das ist das Ding, das ich brauche. Und der weiße Springer zusammen mit 2 roten gibt den pinken. Schmieden. Nette Sache. Zack. Der pinke ist da. Und der weiße ist nicht freigeschaltet. Also man muss sie wirklich bauen. Ne? Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben, dass da keine Hoffnung besteht. Um ein Urspringer-Junges zu erschaffen, ich brauche 1 weißes und 2 Pink. Ach du Schande, die reichen ja im Leben nicht. Aber gut, ich habe jetzt erstmal den Pinken freigeschaltet. Das ist schon mal super. Ich vermute, das reicht im Leben nicht. Aber gut. So. Machen wir erstmal wieder einen roten. Denn den roten, da müssen wir jetzt natürlich gelbe draus machen für die weißen. War doch so, ne? Wir tun unser Bestes. Ja, das war so. Wie viel brauche ich? Wie viel rote? 2. Weil ich will natürlich das Weiße auf jeden Fall noch freigeschaltet kriegen. Das wäre also schon ganz nett. So, wir trennen die nochmal, die 2. Und müssen jetzt mit 2 roten und einem braunen ein gelbes herstellen. Nette Sache. So, und mit dem gelben, also 2 gelben, ach du Schande, 2 gelben kann ich ein weißes herstellen. Okay, so, da brauchen wir also nochmal rote. Und wie viel rot? Dann brauche ich nur ein rotes, ne? Also brauche ich 3 rote. Das sieht wertvoll aus. Sehe ich das richtig? Jawohl. 1. 2.
3. So, dann werden wir die wieder erneuern müssen. Und werden jetzt 2 rote und ein braunes zusammensetzen und farben. Das sollte ein weiteres gelbes geben. Jawohl, ja. Die wir jetzt trennen müssen. Wir trennen sie. Aber die Hasen passen natürlich super in die Osterzeit. Und jetzt müssten wir eigentlich so machen. Ist das richtig? Und da soll ein weißes draus werden, das noch nicht freigeschaltet ist. Ihr habt es ja gesehen, ich habe ja ein pinkes hergestellt. Es wird wirklich nicht freigeschaltet. Ihr müsst sie tatsächlich einmal freischalten und dann nochmal bauen, um sie dann, ne? Ein ewiger... was ist das denn jetzt? Hä? Ich wollte doch das haben. Meine Güte. Wo sind jetzt die Springer? Ach, da. So, uns würde jetzt noch der Zyanid-Springer fehlen, der Urspringer und der Donnerspringer. Der Zyanid-Springer. Ja. Ich vermute, mir reichen die Hasen nicht. Das ist leider Fakt, ne? Die werden die Hasen nicht reichen. Das ist wirklich schade. Denn für den Zyanid-Springer, ich schau mal ganz schnell nach, im Guild Wars 2 Wiki. Da braucht man nämlich ein braunes, ein schwarzes und ein grünes. So. Und für das schwarze brauchen wir wahrscheinlich schon mehr, als ich habe. Aber wir versuchen es mal. Erstmal das grüne herstellen. Für das grüne brauche ich noch ein gelbes, ne? Jo. Und für das gelbe brauche ich 2 rote, ne? Jo. Also erstmal noch 2 rote herstellen. Das sieht wertvoll aus. So, dann müssen wir die einmal trennen. Wir hier ein gelbes herstellen können. Zap. So, und das gelbe. Zusammen mit einem braunen und einem roten. Und in entsprechender Mengenfarbe soll ein grünes geben. So. Und den grünen zusammen mit 2 roten gibt ein schwarzes. Wenn ich die kaufen würde, ich könnte ja mal, ne, ich könnte ja, naja, was kosten denn die eigentlich, wenn ich die kaufe? Mehr im Handelsposten einkaufen. Boah, das ist schon ordentlich, ne? Und das sind wahrscheinlich die anderen sonstiges. Minis. Wie heißen die gleich nochmal? Springer, ne? Springer. Wir können ja mal gucken, was die kosten. Wow, das wird ja richtig teuer. Tja, das Rote kostet schon ordentlich. Das Gelbe richtig. Und dann wird es schnell richtig teuer, ne? Zyanid. Pink. Dann hätten wir noch den Donner und den Urspringer. Wow. Das kostet echt ordentlich. So, wir machen jetzt trotzdem weiter. Meine Güte, kostet das viel Geld. 2 rote brauche ich noch. Ich hoffe doch, ich kriege wenigstens noch einen schwarzen. Sollte ich noch hinkriegen eigentlich. Aber dann wird es mir nicht reichen. Nette Sachen. Dann trennen wir die mal ganz schnell auf. So. Den schwarzen habe ich ja schon freigeschaltet, ne? Ja. Sehr schön. Farbe. So.
Und den schwarzen brauche ich, ein grünes und ein braunes, um den Zianit-Springer zu machen. Und jetzt ist die Frage, wird das reichen? Ich möchte nicht nachrechnen, weil ich komme wahrscheinlich drauf, dass ich noch welche kaufen muss. Schon gesagt, von den anderen habe ich mehr. Also Raptoren bin ich ja schon durch. Man kann nie zu viele Schätze. Da brauche ich also nichts mehr. Wollte eigentlich doppelt klicken. Kann man die nicht alle auf einmal öffnen? Geht das nicht? Nee. Man kann nie zu viele Schätze haben. Das war mal in einer Schwarzlöwentruhe als Belohnung drin, diese Kiste. Den Behälter für Mini-Reittierjungen. Die sind accountgebunden, man kann sie also nicht kaufen. Ich gehe davon aus, aber jetzt, wo es die Schweberochen gibt, dass irgendwann diese Kiste wiederkommen wird. Diesmal mit allen Fünfen. Ist ganz schwer in meiner Vermutung. Wahrscheinlich aber mit ein bisschen Abstand. Wie immer. So, ich führe die mal alle zusammen und trenne sie ein bisschen gleichmäßig. So. Okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall für den Cyanid-Springer ein grünes. Eigentlich nur ein grünes, das geht, ne? Denn für das Grüne brauche ich. Jo, für das Grüne brauche ich ja nichts weiter als ein gelbes, ein braunes und ein rotes. Und für das Gelbe brauche ich noch zwei rote. Das kriegen wir hin. Jetzt wird mir wahrscheinlich die Farbe ausgehen, oh Gott, oh Gott. So, noch ein rotes. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht mehr viel mehr herstellen können. Dann sind mir nämlich wahrscheinlich meine Springerchen ausgegangen. So ziemlich. So, ich brauche jetzt, was habe ich gesagt, brauche ich? Ein grünes, ne? Ein grünes. Ein schwarzes habe ich schon und ein braunes haben wir auch. So, und das grüne stellen wir her. Mit einem gelben. Na? Hä? Ja, nee, warum geht das nicht? Ach, geht doch. Ich habe wohl zu sanft drauf gedrückt. So, da brauche ich... Jo, für das Grüne brauche ich ein gelbes, ein rotes und ein braunes. Und die Farben. Und für das Zianit brauche ich nun ein grünes, ein schwarzes und ein braunes. Und Farben. Ein braunes, ein schwarzes, ein grünes. Tadam! Da haben wir ihn. Den Hasen. In Zianit. Ja, und mehr wird's nicht, weil das reicht nicht mehr für die nächste Freischaltung. Das heißt, es fehlen mir noch zwei Häschen. Nämlich die Urspringer und der Donnerspringer. Was schade ist, was wirklich schade ist. Aber jetzt gucken wir uns natürlich die ganzen Häschen auch noch an. Ausrüstung. Das ist nicht das, was ich wollte. Miniaturen. Springer! Da haben wir sie. Oh, das sind ja noch viel mehr. Wir schauen aber mal die an, die wir jetzt wirklich brauchen. Das wäre der schwarze. Ja, sehr schick. Der weiße. Oh, der weiße ist. Der weiße gefällt mir besser. Zianit. Auch nett mit den Streifen. Pink. Ach. Ja, gut, haben wir ihn halt, ne? Gelb. Und gelb ist... Oh, die auch grünen Augen sind geil. Das gefällt mir schon mal gut. Der grüne ist so ein bisschen getigert, auch sehr schön. Und der rote... Ja. Hat man halt, ne? Und der braune, den kennen wir ja auch schon. Und da haben wir noch... Ach so, das sind die anderen. Der gehört jetzt da nicht dazu, wobei ich den einfach deutlich schicker finde. Und den auch...
Und den, wenn man so drüber nachdenkt, erst recht. Ach so, das ist gar kein normaler Springer. Der ist auch schick. Ja, aber das sind sie. Also, 8 von den möglichen haben wir dann. Und ich glaube, wir müssen uns wiedersehen. Denn, ich würde das natürlich ganz gerne fertig machen. Wo ist er denn jetzt, der Springer? Da ist er. Ich würde das natürlich ganz gerne fertig machen. Da fehlen mir noch 2, die ich wahrscheinlich einfach irgendwann mal mir kaufen muss, vermute ich. Obwohl sie teuer sind. Ja, gut. Aber natürlich, und das ist das nächste Thema, wir haben natürlich hier noch den Schwebrochen, den Schakal und den Greifen. Und das sollten wir ja dran arbeiten, ne? Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.